So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play World of Warcraft im schönen Nagrand. Ich wundere mich gerade, warum hier diese Ogrimmar-Musik ertönt. Eigentlich müsste hier die wunderbare Nagrand-Symphonie klingen. Die vermisse ich doch gerade ein klein wenig. Aber ich glaube, jetzt könnte sie kommen. Warte mal, ich mache mal selber bei mir die Musik lauter. Ja. So langsam. Ich glaube, leitet sich das gerade ein. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Die Nagrand-Melodie. Ja, jetzt. Oh, Leute, hört euch das an. Einfach nur schön. Also das ist über die Melodien in World of Warcraft ja schon oft geredet. Und definitiv der Nagrand-Soundtrack. Eine der besten Melodien in ganz World of Warcraft. Mit der Brachland-Symphonie auf jeden Fall zusammen. Auch da hängen auch direkt schon wieder irgendwelche Erinnerungen mit zusammen. Ich erinnere mich, jetzt kommt wieder die blöde Ogrimmar-Musik. Das nervt mich jetzt hier. Das macht mich wütend. Sollen, das gehe ich ein bisschen weiter nach Nagrand rein. Und hoffe, dass ich gleich wieder... schöne Nagrand-Melodie höre. Nö, keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich nehmen sie es mir übel, dass ich die mag. Direkt sagen, nein, 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 du darfst dich nicht freuen. Naja, wenigstens hatten wir sie gerade für ein paar Sekunden. Was ist denn nämlich im Vergleich dazu, finde ich, diese Ogrimmar-Musik. Die ist ja nicht schlecht, ne? Die passt zu so einem aufgebrachten Kriegsgetrommel, wie es halt Was es halt auch ist, ne? Aber zu der ruhigen Landschaft Nagrands passt das mal überhaupt nicht. Also wirklich gar nicht. Ich überlege gerade, Managrof waren wir, ne? Auch in Neikrypta. Vielleicht kriegen wir einen Invite. Dann würde ich das machen. Ach so, jetzt können wir hier auch anfangen wieder zu kirschen, ne? Das dürfte ich viele. Sollte ich nicht vergessen. Das sollte ich nicht vergessen. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich das gerade ein bisschen wütend macht mit der Melodie hier. Mit diesem Ogrimmar. Aber ich weiß auch nicht, woher das kommt, wenn ich ehrlich bin. Normal ist das nicht. Vielleicht kriege ich das weg, indem ich jetzt mal relogge. Ich glaube, das mache ich mal. Ich versuche es mal aus. Ich relogge jetzt einfach mal eben den kurz Kirschnern und hoffe, dass es dadurch weggeht, weil... Wie gesagt, der Soundtrack ist schön, aber der ist kein Vergleich zu der originalen Nagrand-Symphonie. Ich meine, das passt zu diesen weiten Ebenen von Nagrand und das möchte ich jetzt auch bitte gerne hören und nicht dieses Kriegsgetrommel. Ich meine, hier brennt nichts, hier sind keine Ork-Horden. Das passt einfach nicht. Und das stört mich dann doch persönlich auch ein ganz klein wenig. Und aus. So, nochmal. Jetzt aber. Hoffen wir, dass es jetzt nicht wieder... Ja, also. Jetzt haben wir die Nagrand-Symphonie. Einfach nur schön. Mal sehen, wie lange es anhält. Also ich erinnere mich mal... Ich habe einmal, glaube ich, wirklich auf Zwang... Weil wir unbedingt irgendwie auf Max Level zusammen zocken wollten. Ich und ein paar Freunde habe ich auf Zwang mit Speed Level wirklich auf Stufe 80 hochgedonnert. Und da erinnere ich mich noch sehr, sehr, sehr gut daran, wie ich ihn Nagrand geköstet habe. Und jetzt haben wir schon wieder die Ogrimmar-Musik. Sag mal, wollen die mich ja nicht veralbern? Wir müssen hier in irgendeinem Zonenübergang sein. Mal gucken. Ich gehe jetzt doch mal weiter nach da hinten ins Inland. Ich weiß nicht, was das ist. Ob das vielleicht daran liegt, dass hier gerade irgendwie Schlacht um das Würfernlager da hinten ist. Aber um Halar. Kann sein. Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall nervt's mich ganz enorm. Vielleicht ist es auch gerade ein Blizzard-Bug. Ich meine, den meisten Leuten fällt das ja sowieso nicht auf, wenn die Melodie irgendwie anders ist. Weil die meisten ohne Original-Soundtrack spielen. Ich glaube, jetzt ist es wieder. Ja. Nee. Ach Gottchen. Ich meine, man ist hier in Nagrand. Man hat die Auswahl zwischen dem wahnsinnig fantasievollen, superschönen Soundtrack aus Nagrand und diesem dämlichen, blöden, stupiden Getrommel aus Ogrimmar. Ich bin ein Nachtelf, verdammt nochmal. Es ist doch klar, für was ich mich da entscheide, oder? Dieses Gedonner geht mir echt auf die Nerven. Wenn das jetzt noch weitergeht, werde ich das auch gleich ausmachen. Da bin ich echt empfindlich, weißt du? Ein Grund, warum ich ja nach Nagrand gegangen bin, ist natürlich, weil ich ein absoluter Fan von dem Soundtrack hier bin. Und wenn ich dann hier hinkomme und dann wird die ganze Zeit dieses dämliche Ogrimmar-Getrommel da gespielt, ist ich nochmal hier an dieser Stelle zu betonen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ja, das Ogrimmar-Getrommel mag ich nicht. Das ist ja ganz schön und gut. In Ogrimmar in der Hauptstadt darf das meinetwegen den ganzen Tag hoch und runter trommeln. Aber wenn ich mich in Nagrand aufhalte, dann bitte... Lasst mich mit diesem dämlichen Getrommel in Ruhe. Man muss hier echt nicht sein. Das war auch sonst nicht so. Also ich denke, dass es ein Fehler ist. Oder es liegt daran, weil gerade irgendwie eine PvP-Schlacht hier stattfindet um Hala. Schlacht um Hala, whatever, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht genau, wie das funktioniert. Man muss irgendwelche Flugviecher besteigen, dann kann man Hala angreifen. So ist das, glaube ich, geregelt. Langsam mache ich auch ein bisschen Damage. Ach hier, guckt euch das mal an. Heulender Wind. Sieht aus wie das Ding vom Icon her wie Thunder Fury, das Quest-Item. Kleiner Grollhuf. Den haben wir aber schon, ne? Nevermind. Ich glaube, gegen den kämpfe ich trotzdem mal. Oh, da ist Horde. Killt mich aber nicht. Respekt dafür. Was ist denn da für einer? Der hat ach, das ist eine Daily Haustier-Quest, ne? Ja, an dem könnte ich mich eigentlich auch mal versuchen. Was sagen denn meine Haustiere im Moment? Ja? Alle auf maximaler Stufe? Komm, versuchen wir es mal. Mokra, Kraft, Lokta. Lass uns kämpfen. Für die Horde. Na gut. So, wie war das? Als erstes einmal den... Okay, als erstes einmal einfrieren. Frostschock. Kriegt einen Speedbuff. Dann Deep Freeze. Und dann Ram. Wow, er hat geswitcht. Ja, natürlich Kacke. Na egal. Wir machen ihn so oder so kalt. Wollen die mal switchen? Okay, die sind jetzt auch nur Stufe 22, ne? Aber da sieht man mal, wie intelligent der noch geswitcht hat. Gegen den werde ich jetzt nicht nochmal die Combo einsetzen. Das ist natürlich eigentlich das Ding hier, ne? Diese Combo, die man mit diesem Yeti hat. Das ist das Starke. Jetzt hier kann ich sie mal ganz ausprobieren. Einmal die 2. Dann einmal die 3. Deep Freeze. Und dann gibt es den doppelten Rammschaden. Und obwohl das nicht effektiv ist, hat sie gerade 400 Damage gemacht. Easy. Raus damit! Möge eure Klinge niemals stumpf sein. Und da sind wir wieder aus dem Haustierkampf raus und direkt wieder dieses Ohrengetöse. Ist mir einfach. Oh, na gut, da.
Es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ja, komm, besiege ich die jetzt? Ja, was soll's. Komm, ich besiege sie. Auch in iCrypta machen wir dann im nächsten oder übernächsten Part mal, wenn es nicht so spät ist. Ich werde auch gleich schlafen gehen. Das ist nur so eine kleine Abendfolge für mich. Holy moly, das ist ja alles uneffektiv. Gut, dass der Rammschlag einfach stark ist. Ach, der benutzt Schaufler, ne? Wow. Zwei. Boom. Ich glaube, die drei tötet das Viech jetzt auch schon. Nee. Hätte ich jetzt mit gerechnet. Das gab nicht mal mehr EP. Also da macht es gar keinen Sinn, gegen die Viecher zu kämpfen. Also diese Nezzingberry Quests, die beginnen ja, haben ihren Ursprung im Schlingendorntal. Wo wir gar nicht gequestet haben dieses Mal, ne? Auf jeden Fall ziehen sich dann diese Nezzingberry Quests wirklich wie so eine Schlange durch alle Add-ons. Ich glaube, in jedem Add-on gab es eine Nezzingberry Quest. In WOTLK auf jeden Fall auch, in Cataclysm auch. In MOP auch, glaube ich. Also, und in WOD auch sowieso. Also diese typischen Nezzingberry Quests sind halt einfach in solchen ländlichen Gebieten, wo man dann den Auftrag bekommt, hintereinander solche Wildtiere, und zwar massenhaft davon zu töten, meistens immer 15 Stück. Früher waren es mal übrigens mehr, glaube ich. Und wenn man 15 Stück davon besiegt hat, kriegt man die Folgequest, in der man wiederum nochmal 15 Viecher töten muss. Wenn man das dann abgeschlossen hat, also 15 stärkere Viecher, also die sind dann immer, haben dann immer irgendwie Levelvorteile oder was weiß ich. Und wenn man das dann gemacht hat, muss man dann meistens gegen so ein Bossviech kämpfen. Keine Ahnung, zum Beispiel bei den Wölfen die Mutter aller Wölfe. Ja? Also sowas in der Art. Das sind so die typischen Nezzingberry Quests. 2x15 und dann ein kleiner Mini-Boss. Ach nee, ich hab gekürschnert. Ja, eine Neuigkeit gibt's noch bezüglich Teso. Und zwar habe ich jetzt mitbekommen, dass Teso auf jeden Fall im Februar oder März Free-to-Play wird. Das heißt, wir werden uns dann definitiv auch einmal Teso angucken. Da ich Teso sowieso spielen wollte, und dann wird da wohl ein kleines Let's Play raus. Inwieweit das regelmäßig dann kommt, schauen wir mal, wie das auch bei euch ankommt. Vielleicht bekommt ja auch der ein oder andere von euch Lust, auch nochmal mit Teso anzufangen. Ich meine, wenn es umsonst wird, dann kann man sich das durchaus mal angucken. Und in der Beta war ich ja richtig begeistert davon, also ich habe die wirklich gespielt. Das Einzige, was mir dann halt den Spaß verdorben hat, ist, dass man irgendwann nicht mehr weitermachen konnte, und dann war ich irgendwann durch und dann, was ist das denn hier? Was zur Hölle sind hier die ganzen scheiß Portale drin? Kann mir das mal einer erklären? Ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ach so, weil ich das gelernt habe vorhin, ne? Was heißt vorhin, in einem der letzten Parts. Aber back to the... nicht Roots, sondern zurück zum Thema. Teso wird dann dementsprechend irgendwann in den nächsten 2 Monaten kommen. Und ich freue mich persönlich sogar sehr, 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 sehr darauf, weil, wie gesagt, keine Ahnung, wie das Ganze auch später, vor allen Dingen in den Endlevel-Bereichen aussieht. Ich glaube nicht, dass es irgendwie ein WoW-Nachfolger ist. Wenn es so wäre, dann wird der Erfolg es nicht notwendig machen, dass man auf ein Free-to-Play-Modell übergeht. Obwohl, grundsätzlich kann man ja nicht sagen, dass ein Game, das Free-to-Play ist, dass das irgendwie dafür sprechen würde, dass es irgendwie weniger erfolgreich ist als ein Spiel, wo du monatliche Abo-Gebühren bezahlen musst. Ich meine, da muss man sich einfach nur mal League of Legends angucken, was absolut Free-to-Play ist. Du kannst dir da einfach nur Skins kaufen. Skill brauchst du da nicht, Skill kann man da nicht kaufen, beziehungsweise man kann auch keine, es ist kein Pay-to-Win, und
League ist erfolgreicher als WoW. So, so viel dazu. Obwohl der Support trotz diesem Erfolg irgendwie bei Riot irgendwie auch ganz extreme ja, Lücken hat. Ganz klar. Also wir questen jetzt hier schon seit 15 Minuten und seitdem haben wir nur dieses dämliche Trommeln gehört. Ausschließlich. Und da mir das jetzt auch ein bisschen zu viel geht, zu viel wird und ich müde bin und man das auch schon hört, weil ich mich verspreche und sonstige Flüchtigkeitsfehler hier mache, wünsche ich euch an dieser Stelle eine schöne gute Nacht und wir hören uns dann beim nächsten Part hoffentlich ein wenig ausgeschlafener. Bis dann, macht's gut.